Diesmal sind wir auf der Jagd nach einem ganz besonderen Lost Place. Wir begeben uns nämlich zu einem noch komplett eingerichteten Hotel mitten in den Bergen. Die Anfahrt kostet uns über 6 Stunden. Aus diesem Grund starten wir schon mitten in der Nacht, um früh morgens schon an dem verlassenen Hotel zu sein. So, guten Morgen. Wir sind jetzt hier angekommen beim Lost Place. Man sieht auch schon, hier sieht es relativ verlassen aus. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal um. Eigentlich glaube ich, dass die Haupttür nicht mehr zugänglich ist. Von daher versuchen wir es mit einem anderen Weg. Ich finde einen Eingang durch eine Terrassentür im hinteren Teil des Gebäudes, durch welche ich direkt in ein Hotelzimmer gelange. Hier ist das Bett sogar noch ordentlich aufgeschlagen und wäre für den nächsten Gast bereit. Also sie sieht schon relativ verwüstet aus. Auf dem Bild im Internet sah das Ganze noch nicht so schlimm aus. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass sie schon derzeit einiges herausgefunden haben und das auch hier verwüstet haben. Wow. Ja, das wird wohl mal die Lobby gewesen sein, glaube ich. Das ist schon echt krass. Vor allem, wie riesig die auch ist. Man hat hier... Ja, hier unten ist die Rezeption, wenn schon, glaube ich. Und dann ging es hier die Treppe hoch und hat man hier diese ganzen Treppen. Also Das ist schon gigantisch. Schon in der atemberaubenden Lobby des ehemaligen Hotels kann man sehen, was hier alles zurückgelassen wurde. Ein Lost Place in diesem Zustand ist selten, gar einmalig und fasziniert mich besonders. Ich möchte mir das Hotel genauer anschauen und mir von jedem Raum ein Bild machen, um mir besser vorstellen zu können, wie es hier einst für die Bediensteten oder die Gäste war. Das ist schon echt krass. Vor allem kann sie jetzt hier einfach so reinsetzen. Dann haben die Leute hier früher gesessen und haben sich in den Sonnenaufgang geguckt, beziehungsweise hinten auf die Skipiste vielleicht geguckt. Das war früher echt chillig. Wow, hier, das wird wohl mal der Essbereich gewesen sein. Hier sind auch überall Stühle, Tische, also zum Essen. Wie ein ganz normales Restaurant halt so ist. Nur, dass es halt wahrscheinlich alles hier im Hotel drin ist. Hier werden sich vielleicht die Leute morgens dann Essen holen. Das war auch krass. Ich frag mich, wo es hier hingeht. Ist das... Das sind Töpfe? Ah, okay, wir befinden uns gleich in der Küche. Guten Tag. Keiner da. Man sieht, hier steht auch noch alles rum, also hier Töpfe, dann haben wir hier irgendwie Kühlschränke, ist dann auch schon nicht mehr kalt, riecht aber auch nicht so gesund. Das riecht schon heftig. Ja, hier ist auch eine Spielsachen. Das sieht auch nicht mehr so lecker aus. Also das möchte ich nicht mehr essen. Vor mir liegen noch ein paar ganz besondere Räume. Ich hoffe, dass diese im ähnlich guten Zustand sind. Bevor wir uns diese allerdings ansehen, gehe ich in die Lager- und Bedienstetenräume der Hotelanlage. Ein maßstabsgetreues Modell des Hotels. Zwar sehe ich sowas nicht zum ersten Mal in einem Lost Place, allerdings waren diese meistens zerstört. Das hier dagegen ist noch vollständig und unversehrt. Der Schwimmergeruch. Alter. Ja, wahrscheinlich. Guckt euch das mal an. Aber in das Wasser möchte man echt nicht mehr rein. Ist das krass. Da liegen auch schon Feuerlöscher auf dem Wasser, im Wasser. Die holt da kein Mensch mehr im Leben mehr raus. Schade. Das macht nie wieder jemand sauber. Dafür, dass das Schwimmbad seit fast 3 Jahren nicht mehr genutzt wurde, ist es auch in einem erstaunlich guten Zustand. Es sieht fast so aus, als wäre es erst vor kurzem verlassen worden. Wäre nicht das grünlich verfärbte Wasser, das das Schwimmbad verrät.
Hier will man aber auch nicht mehr reinfallen, glaube ich. Aber wer schmeißt denn da, wer kommt dann auf die Idee, hier Feuerlöscher reinzuschmeißen? Also ich frage mich echt, wer ist so hirnverbrannt? Das ist wirklich manchmal echt geistige Abstinenz. Nein, das ist ja krass. Guckt euch das mal an, hier stehen noch die ganzen Sportgeräte. Will jemand Sport machen? Ja, hier sind auch schon alle vollgeschissen, also ich denke mal, hier sind noch Tauben drin. Ja, man sieht, das Teil hier funktioniert sogar noch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, vielleicht ist jemand von vorne. Aber wir können jetzt hier, Wellness bedeutet mentale Balance. Wir sind ja hier drüber drauf gelaufen. Ich hab meinen Gänsestopp. Krass, Mann. Ja, dass das alles hier noch so steht, ist schon echt cool. Und noch alles geht. Ja, kannst du Fitness machen. Steckdosen, Telefone ohne Ende. Vielleicht ein alter, ausgelagerte Kalender von, oder sind das Kalender? Sieht aus wie Kalender. Neues Testament, nee. Ui, nee. Ah. Was? Ja, wir befinden uns wahrscheinlich jetzt in der Turnhalle. Also wahrscheinlich, wir befinden uns in der Turnhalle. Und, da sind ganz viele Bälle. Die Turnhalle ist gefüllt mit Gymnastikbällen, welche bei mir eine kindliche Euphorie hervorrufen. Die vielen Farben sind außerdem ein tolles Fotomotiv, welche ich selbstverständlich mit meiner Kamera festhalte. Hier ist aber dunkel. Das riecht wie wirklich bei meinem Oma und Opa. So, ich brauche mal wieder Licht, weil ich habe hier aber... Ja, das ist ja krass. Flauschige Kinosessel. War doch ein Raum. So sah das früher aus. Hier ist noch alles original eingerichtet. Ist hingegangen. Klack, Fernseher an. Krass, Mann. Warum klauen die Leute raus? Ja, da würde ich mich auch noch reinlegen. Das sieht noch alles scharf und Schuss aus. Aber, ach krass. Da sind Spielsachen drin. Jo, die sind noch abgeschlossen. Original. Bin ich hier überschreckt. Immer noch Team Merch. Wahrscheinlich kommst du hier durch rein, ha? Irgendwie müssen sie ja reingekommen sein. Ja. Wandstrahler, Ausstrahler. Das sind die ganzen so. Ich kann sich gar nicht vorstellen. Das hier ist einfach 2016 geschlossen worden. Und wie groß das einfach ist. Man hat das Gefühl so ein bisschen. Man ist so, ja, so ein bisschen in den 70ern gefangen gewesen. Wenn man sich hier das Polster anguckt und die Farben. Schon nicht von heute, aber das ist schon krass, dass es noch so da ist. Ich meine, es gibt Lost Places, wo man wirklich so nach 3 Wochen schon sagen kann, das sieht schon deutlich schlimmer aus als das hier, wo da Leute Steine durch Fenster einwerfen und hier gehst du durch. Alles noch richtig geil. Die 500 Kilometer haben sich gelohnt. Wir verlassen diesen Ort wieder. Was uns bleibt, sind unbeschreibliche Eindrücke in unseren Köpfen und auf den Speicherkarten unserer Kameras. Diese Orte faszinieren die Menschen immer wieder. Und ich hoffe, mein Team und ich konnten ihnen ein Stück dieser Faszination näher bringen. Auf dass sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir uns auf die Suche nach solch magischen Orten begeben.